Ja, wunderbar. Ich darf Sie herzlich begrüßen, mich für diese technikbedingte Verspätung entschuldigen. Aber jetzt sind wir alle da und einen guten Tag in die Runde. Mein Name ist Dorothee Schulte-Basta. Ich leite das Referat für Sozialpolitik hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich darf Sie heute durch diese Veranstaltung führen. Unser Thema heute ist die soziale Frage. Auch wenn diese Begriffsprägung schon bald 200 Jahre alt ist, die soziale Frage spielt in Deutschland auch heute noch eine große Rolle. Egal, ob wir nach den Wurzeln unserer heutigen Wirtschafts- und Sozialordnung fragen oder ob wir politische Debatten über die Ausgestaltung und den Umfang unseres Sozialstaats führen. Denn der ist nie statisch. Was er zu leisten vermag und wie er organisiert ist, sind Faktoren, die durch Ökonomie und Politik fortwährend beeinflusst und verändert werden. Damit einhergehend wandeln sich auch die Erwartungen und Anforderungen der Menschen, was ihr Staat für sie tun sollte. Das Erscheinen unseres neuen Sozialatlasses haben wir zum Anlass genommen, uns diese Frage heute nochmal erneut vorzunehmen. Wir zeichnen in diesen 90 Minuten heute die historischen Linien nach, die in den unterschiedlichen Diskursen zur sozialen Frage zum Tragen kommen und lenken gleichzeitig den Blick auch auf die Gegenwart. Wie stellt sich die soziale Frage heute? Ich sage bewusst wir und darf ganz herzlich begrüßen einen Experten in Sachen politisches System und Staatlichkeit im Wandel, nämlich den Politikwissenschaftler und ehemaligen Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg, Professor Dr. Wolfgang Schröder von der Universität Kassel und dem WZB Berlin. Herzlichen Dank, Herr Schröder, dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gern. Und wo ich schon beim Danke sagen bin, möchte ich auch ganz herzlich meinen Kollegen im technischen und organisatorischen Support, Jeremy und Philipp, danken und natürlich meiner Kollegin Timnitz-Heere für die Organisation des Webinars und die Betreuung des Frage-Antwort-Tools. Ja, was erwartet Sie heute hier in diesen 90 Minuten? Wir wollen zwei inhaltliche Runden drehen. Zunächst wollen wir einführend historisch auf die soziale Frage blicken, wie sie entstanden ist, was damals die Antworten waren und wo die langen Linien sind, die bis heute nachwirken. Wir werfen auch einen Blick darauf, wo die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten 40 Jahren die soziale Frage neu konturiert haben. In der zweiten Runde schauen wir auf das Jetzt. Inwiefern stellt sich die soziale Frage unter den heutigen Bedingungen? Digitalisierung, Klimaschutz, auch Corona, die Ukraine, all das stellt Gesellschaft und Volkswirtschaft vor eine gewaltige Transformationsaufgabe. Muss man angesichts dessen von einer neuen sozialen Frage sprechen oder mehreren? Und was sind die Antworten heute? Mehr Umverteilung, eine höhere vom Staat gewährleistete wirtschaftliche Sicherheit, bessere Infrastrukturen. Wie muss der Sozialstaat angesichts der Transformation neu aufgestellt werden? In beiden Runden wird zunächst Herr Schröder einen Input geben. Anschließend gibt es Raum für Ihre Rückfragen und Beiträge. Und dafür haben wir folgende Bitte. Bitte teilen Sie uns diese Fragen und Beiträge schriftlich im Frage- und Antwort-Tool mit. Und sofern Sie diese Frage persönlich stellen möchten, setzen Sie bitte ein V davor, damit wir Sie quasi wie auf die Bühne holen und mit Bild zuschalten können. Denn das ist auch nochmal wichtig zu wissen, das Webinar wird aufgezeichnet und im Anschluss sowohl auf böll.de als auch in unserem YouTube-Kanal zu finden zu sein. Und wer angesichts dessen lieber anonym bleiben möchte, schreibt also bitte die Fragen einfach ins Fragen- und Antwort-Tool. Alle anderen tun das bitte auch, damit wir es gegebenenfalls bündeln können, setzen aber bitte ein V davor. So. Jetzt hatten wir lange genug technische Probleme. Das Organisatorische haben wir geklärt. Und ja, Herr Schröder, jetzt haben Sie das Wort. Ja, das will ich gerne machen. Jetzt kommt mein technisches Handicap und ich versuche
das möglichst gut zu umgehen und ihnen die entsprechende Grundlage zu bieten. So, können Sie jetzt meinen Folienvortrag sehen? Haben wir wieder das? Nee, wir sehen nur einen Ausschnitt, aber das können wir diesmal schnell klären, weil wir vorbereitet sind. Und deswegen, da so. Ist es jetzt. Wunderbar. Ja, dann auch von meiner Seite aus nochmal einen schönen guten Tag. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Ihnen über die Herkunft, Entwicklung und Zukunft des Sozialstaates sprechen darf. Das Programm, was ich Ihnen hierzu anbieten kann, gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil geht es um die Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaates. Dann im zweiten Teil um die aktuelle Leistungsfähigkeit und Herausforderungen inklusive eines Ausblickes. Wir starten mit der historischen Dimension. Der deutsche Sozialstaat ist, wenn man so will, eine Antwort auf den sich im 19. Jahrhundert herausbildenden Kapitalismus, auf die Urbanisierung, Industrialisierung, und gleichsam ist er nicht ganz vom Himmel gefallen, sondern die Politik der sozialen Integration und der sozialen Angebote gab es auch schon vorher. Sie waren sehr stark verankert in kommunalen Hilfsmaßnahmen, und als dann im 18., 19. Jahrhundert sich langsam so etwas wie eine Gewerbeordnung kapitalistischer Art herausbildete, waren die Organisationen der Arbeit auch in den Anfängen eigenständig unterwegs. Sie haben sowas wie berufsständig organisierte Solidarsysteme entwickelt. Das kam von den Gilden und Zünften, hat sich fortgesetzt in den handwerklichen Vereinigungen und schließlich dann in der Gründung von Gewerkschaften. Wir alle kennen die Entwicklung des deutschen Sozialstaates ganz eng assoziiert mit der Person von Bismarck. Und wir wissen natürlich alle, dass das, was Bismarck vorgehabt hat, als zentralisierter, patriarchalischer Sozialstaat sich nicht durchgesetzt hat, sondern wir haben einen dezentralen Sozialstaat auf der Grundlage von Sozialversicherungen, die wiederum durch das System der Selbstverwaltung mit organisiert werden, und das Ganze in einer gewissen Staatsnähe. Das ist ein besonderes Merkmal des deutschen Sozialversicherungsstaates, der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchsetzte und dies hier kurzzeitlich abgebildet. Krankenversicherung bildete den Start, es folgte die Unfallversicherung, die Rentenversicherung, und dann war erstmal lange Zeit eine Pause angesagt, nämlich das, was wir heute als einen wesentlichen Kernbestandteil der sozialen Absicherung begreifen, die Arbeitslosenversicherung, die ist in Deutschland erst 1927 entstanden. Und der letzte Baustein dieses Sozialversicherungsstaates bildet die Pflegeversicherung dann 1995. Und die Erklärung, warum diese beiden Versicherungen erst so spät eingeführt wurden, hängt sehr stark mit der kommunalen Verankerung der Absicherung dieses Risikos zusammen. Das heißt, die Kommunen hatten hier schon Angebote, sowohl auf der Ebene der Arbeitslosen wie auch auf der Ebene der Pflege. Es gab andere Sicherungssysteme und ein System, das sich komplett in den Duktus der Sozialversicherungen einbauen ließ, ist entsprechend später erst entstanden. Da sind jeweils harte Machtkämpfe zwischen den Ebenen und Akteuren maßgeblich gewesen. Auf jeden Fall können wir sagen, dass dieser spezifische deutsche Sozialstaat, den man als Sozialversicherungsstaat bezeichnen kann und der die frühe soziale Frage abdeckte, ist in Deutschland international vergleichend sowas wie eine Pionierinstitution gewesen. Das kann man hier in dieser Tabelle
noch einmal nachvollziehen, nämlich die Risiken Unfall, Krankheit und Rente sind in Deutschland sehr früh institutionell über eine Sozialversicherung abgesichert worden und gleichzeitig nochmal der Hinweis, Arbeitslosigkeit und Pflege erst relativ spät, auch im internationalen Vergleich. Und da sind wir auch schon bei einem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal, wenn man die internationale Frage angeht, wie unterschiedlich ist denn die soziale Absicherung institutionell aufgestellt? Und hier ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, werden die sozialen Risiken maßgeblich über Sozialversicherungen, das heißt über Beiträge abgesichert, oder werden sie vor allen Dingen über Steuern finanziell abgepuffert und dann auch getragen. Und deshalb setzt man hier den Pionierstaaten entsprechend zwei Modelle gegeneinander. Das ist das Bismarck-Modell, das ist das Beitragsversicherungsmodell und das staatliche Fürsorgemodell, das sich dadurch auszeichnet, dass alle etwas bekommen, aber auf einem so geringen Niveau, dass eine weitergehendere Absicherung nur möglich ist, wenn man zusätzliche private Absicherungen darauf aufbaut. Deshalb ist im Rahmen des Beveridge-Modells auch die private zusätzliche Absicherung, zumindest historisch rückblickend betrachtet, weitaus bedeutender als im Versicherungsmodell à la Bismarck. Im Versicherungsmodell à la Bismarck stehen die Geldleistungen im Vordergrund und eine spezifische Form der prinzipienorientierten Äquivalenz. Was das ist, werde ich gleich kurz erklären. Hier sind nämlich dann die Strukturmerkmale unserer Sozialversicherungen. Das sind das Subsidiaritätsprinzip, das heißt, der Einzelne bzw. die nächstgrößere Gruppe, die Familie, soll als erstes einmal selbst schauen, dass sie die Dinge klären kann, die notwendig sind, um die eigene Reproduktion voranzubringen. Dann ist es das Solidaritätsprinzip, alle für einen, einer für alle. Dann das Äquivalenzprinzip, was meint, dass die Absicherung jenseits der Erwerbsarbeit entspricht in ungefähr dem Status, den der Einzelne in der Erwerbsarbeit innehat. Das ist sehr stark ausgeprägt in der Rentenversicherung und vor allen Dingen in der Rentenversicherung. Und dann haben wir aber auch das Bedarfsprinzip, was sehr stark ausgeprägt ist im Gesundheitswesen. Und auf der anderen Seite sind hier nochmal die Strukturmerkmale der Versicherungen. Also es sind Pflichtversicherungen bei uns. Dann haben wir diese Pflichtversicherungen an der Erwerbsarbeit ausgerichtet, was bedeutet, dass diejenigen, die den Grundmerkmalen eines Normalarbeitsverhältnisses entsprechen, damit auch eine recht breite Absicherung haben, während diejenigen, die davon abweichen, durch atypische Beschäftigungsverhältnisse, also Teilzeit, befristet, nicht tariflich abgesichert, eher einige Nachteile in Kauf nehmen müssen. Und diese Kopplung an den Erwerbsstatus drückt sich dann eben auch im Äquivalenzprinzip aus. Und die Finanzierungsmerkmal ist hier vor allen Dingen die Beitragsparität von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, womit sich gleichsam auch dieser Typus der sozialen Sicherung als synchron, als sozialpartnerschaftlich erweist und damit auch die Architektur dieses Herrschaftsverhältnisses innerhalb einer Marktwirtschaft zum Ausdruck gebracht wird. Es ist ja schon davon die Rede gewesen, dass im internationalen Vergleich das keinesfalls selbstverständlich ist, dass die gesamte Struktur über die Sozialversicherungen läuft. Das muss man sich immer auch klar machen, wenn man über Reformperspektiven spricht, dass diese historisch geronnene Form der Institutionalisierung über die Sozialversicherungen gleichsam auch bedeutet, dass gegenwärtig immer noch fast 2/3 der gesamten Ausgaben im Rahmen des Sozialbudgets laufen über die Sozialversicherung. Das heißt also, wenn man dieses System abschaffen oder modifizieren möchte, muss man mit dieser starken Bastion sich auseinandersetzen und entsprechend die Dinge ordnen. Ja, wir haben international vergleichend, das kommt von Esping Andersen, das ist ein dänischer Forscher, der 1989 ein Werk vorgelegt hat mit dem Titel Die drei Welten des Wohlfahrtsstaates. Und er hat dabei unterschieden, sozialdemokratisch, stark bedarfsorientiert, stark über Steuern
orientiert und finanziert, vertreten in den nordischen Staaten vor allen Dingen. Dann der liberale Sozialstaat, der eben über schwache Transferleistungen auf der Basis von Steuern sich auszeichnet und der vor allen Dingen in den angelsächsischen Ländern vorhanden ist und bei dem neben den staatlichen Transferleistungen eben der Markt eine ganz herausragende Rolle spielt. Und dann haben wir das konservative Sozialstaatsmodell, zu dem Deutschland zählt, auf Grundlage von Sozialversicherung und auf einer starken Position, die die Familien haben. Und da kommt das Subsidiaritätsprinzip dann zum Tragen. Wenn man jetzt historisch betrachtet die Anfangszeit mal verlässt und sich dann den weiteren Verlauf der Dinge versucht zu vergegenwärtigen, dann kann man sagen, wir haben so eine erste große Reformphase in Ende der 50er Jahre, da stand im Zentrum vor allen Dingen die dynamische Rente, die dynamische bruttolohnbezogene Rente und das Bundessozialhilfegesetz, also 1957 die Rente, 1961 das Bundessozialhilfegesetz und daran anknüpfend eine starke Expansion bis etwa in die 70er Jahre hinein. Und dieses Modell, was damals entstanden ist, wurde vielfach mit den Begriffen der Lebensstandardsicherung, der Anerkennung von Lebensleistung und ausgerichtet auf sozialen Aufstieg und sozialen Frieden. Es folgte dann aufgrund der starken Expansion und der damit verbundenen Kosten und dem sich seit den 70er Jahren abflachenden Wirtschaftswachstum kam eine Phase der Konsolidierung in den 80er und 90er Jahren, das darauf aus war, die Sozialversicherung einerseits zu stabilisieren und andererseits so langsam zu öffnen für ein Modell, das auch jenseits der starken industriellen Normarbeitszeit sich bewähren kann. Und da spielt insbesondere eine Rolle der Strukturwandel von Familie und der Strukturwandel der Berücksichtigung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist gewissermaßen dann auch schon der Einstieg in die dritte Phase, nämlich in den Umbau des konservativen Sozialstaates, der sehr stark auf die Erwerbsarbeit, sehr stark auf die Geldleistungen fixiert ist und eben auch so eine reaktiv nachsorgende Komponente besitzt. Und dieser Umbau des konservativen Sozialstaates ab 98, der setzt einerseits den Konsolidierungskurs fort, vor allen Dingen angetrieben durch den demografischen Wandel. Es gab in den 80er, 90er Jahren eine Enquete-Kommission nach der anderen, die sich mit den Folgen des demografischen Wandels auseinandersetzte und große katastrophale Szenarien in den Raum stellte und im Anschluss daran dann auch die Einforderung, dass die sozialen Sicherungssysteme so nicht fortgeführt werden können. Also müssen die Leistungen restriktiver gehandhabt werden. Eigenverantwortung muss zunehmen. Da aber auch klar war, dass man ein solch austeritäres, restriktives Regime nicht einfach durchsetzen kann, um nicht Massenproteste und große Widerstände zu reagieren, zu bekommen, hat man dann auch gleichsam auf eine stärkere Staatsfinanzierung gesetzt, die seit den 90er Jahren vor allen Dingen durch die deutsche Einheit enorm gewachsen ist, sodass wir bei der Rente beispielsweise heute ungefähr ein Viertel der Einnahmen für die Rente resultieren mittlerweile aus Staatsbeiträgen. Das heißt, das System der eigenverantwortlich paritätisch auf Erwerbsarbeit aufbauenden Rentenfinanzierung lässt sich in dieser Form nicht mehr einfach fortsetzen. Und da kommt hinzu, dass man mit den Hartz-Reformen auch deutlich gemacht hat, dass die Arbeit der Kernpunkt für die Finanzierung dieses Sozialversicherungssystems ist und infolgedessen auch die Integration in Arbeit das zentrale Moment dieser neuen und veränderten Sozialstaatsstrategie sein muss. Deshalb der Begriff Workfare. Und dann sind wir auch schon bei einem entscheidenden Merkmal, was den Endpunkt dieser Entwicklung gewissermaßen Ausdruck bringt, dass nämlich dieser konservative Sozialstaat, der auf Sozialversicherung aufbaut, nachsorgend ist, auf männliche Erwerbsarbeit und weibliche Reproduktionsarbeit, dass der ein Stück weit an sein Ende kommt, indem
die Frauenerwerbsarbeit massiv zunimmt, indem die industrielle Arbeit stark nach unten geht und der Staat eine immer größere Bedeutung erhält bei der Zurverfügungstellung von Infrastruktur, von zusätzlichen steuerfinanzierten Leistungen und das Ganze immer dann flankiert mit Eigenverantwortung und einem anderen Arbeitssystem. So, das wäre jetzt so ein Schnelldurchgang durch die Entwicklung des Sozialstaates von der klassischen sozialen Frage, Pauperisierung, Industrialisierung, Urbanisierung, konservativer Sozialstaat, der sich ein Stück weit in Richtung, und Sie haben das ja gesehen, diese drei Modelle, liberaler, sozialdemokratischer, konservativer, ein Stück weit hin entwickelt zu einem serviceorientierten Sozialstaat, ohne die starke Sozialversicherungsbasis damit aufzugeben. Vielen Dank für den ersten Teil. Wow, das war aber jetzt eine Punktlandung. Ja, wunderbar. Ja, so ich ja, toll. Ich setzte gerade an, um zu sagen, um Sie alle einzuladen, Ihre Rückfragen und Beiträge, wie besprochen, im F&A zu posten. Eine ist schon da. Und das war die Frage, obwohl Sie es kurz erklärt hatten, ob Sie die beiden Begriffe Welfare und Workfare nochmal erklären könnten und die Abgrenzung. Naja, Welfare, das ist eine Zusammensetzung aus Wohlfahrtsstaat und einer bestimmten Form der Sicherung. Und diese Sicherung, die soll über Arbeit passieren. Und da war eine Zeit lang die Vorstellung, egal was es kostet, die Leute müssen in Arbeit vermittelt werden. Und Arbeit ist die einzigste zentrale Grundlage für dieses System der sozialen Sicherung. Und die Kehrseite dieser Entwicklung ist natürlich, dass man dann einen enormen Niedriglohnsektor befütterte, dass es egal war, welche Arbeit, dass die Qualität keine große Rolle spielte und dieses Sicherungssystem von Wohlfahrtsstaat und Arbeit zusammengenommen dann eine etwas unheilige Allianz eingegangen ist, die zulasten der Qualität, zulasten der Ausbildungsstandards und zulasten der Entwicklungspotenziale der einzelnen Individuen gegangen ist und sehr stark flankiert worden ist durch Kontrollmaßnahmen, also die ganze Debatte von Hartz, die wir uns gleich auch nochmal anschauen werden. Mhm. Es gibt eine Frage von Herrn Wirth, die bitte nochmals den Unterschied in der Finanzierung über Steuern und Beiträge zu erklären. Soziale Sicherungssysteme, die über Beiträge finanziert werden, wie das bei uns bei den hier auch dargestellten Sozialversicherungen der Fall ist. Da läuft die Finanzierung über den direkten Lohnabzug im Rahmen des individuellen Erwerbsarbeitsverhältnisses über den Arbeitgeber. Und diese Finanzierung erfolgt paritätisch mit gewissen Veränderungen. Bei der Pflegeversicherung beispielsweise ist es eine Zeit lang so gewesen, dass die Arbeitgeber weniger gezahlt haben, bei der Gesundheitsversicherung auch. Aber das Grundprinzip ist Parität, 50-50. Und dann haben wir bei der Pflege noch die Besonderheit, dass die Kinderlosen zahlen etwas mehr als diejenigen, die Kinder haben. Und auf der anderen Seite steuerfinanzierte Systeme, die gewähren ihren Bürgern qua Bürgerstatus eine Mindestrente, einen Mindestgesundheitsschutz. Und da diese Leistungen nur das Minimum abdecken, ist hier ein darauf aufbauender Gesundheits-, Renten- und sonstiger Versicherungsmarkt viel expansiver entwickelt worden als in den sogenannten Sozialversicherungsstaaten. Also vor allen Dingen in Großbritannien, in den USA und teilweise auch in Australien und Kanada. Wunderbar. Es gibt zwei Fragen im Moment noch, die beide sozusagen sich auf die Entwicklung des Sozialstaats beziehen. Zum einen, ob Ihrer Meinung nach in Deutschland die seit 1998 stattfindende Hinwendung zu einem steuerfinanzierten Modell
beziehungsweise entkoppelt von Umverteilungsmechanismen ist und inwieweit Sie das problematisch finden. Naja, die etwas stärkere oder die zunehmende Steuerfinanzierung, also sowohl in der Rentenversicherung, auch in der Gesundheitsversicherung teilweise, wobei das begründet wird mit Versicherungsfremdenleistungen. Hier muss man nochmal genau hinschauen, wie das begründet wird. Also bei der Gesundheitsversicherung wird gesagt, es gibt bestimmte Leistungen, die sind versicherungsfremd, insofern, als sie nicht das Individuum alleine betreffen, sondern die Gesellschaft, die bestimmte wünschenswerte Entwicklungen befördern will. Oder es gibt, und das ist die haupttreibende Kraft in den 90er Jahren für die Zunahme der staatlichen Flankierung der Sozialversicherung gewesen, die deutsche Einheit. Man hat die deutsche Einheit ja in starkem Maße über Steuern finanziert und hat die ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürger in dieses System integriert, indem man die gleichsam vorhandenen Defizite über Steuern kompensiert hat. Inwieweit also da Umverteilung im Gange ist, klar, das ist eine Umverteilung, weil durch die staatliche, steuerliche Investition ist mehr an Umverteilung möglich als innerhalb der Sozialversicherungssysteme, weil die Sozialversicherungssysteme mit dem Äquivalenzprinzip ja gerade darauf gerichtet sind, eine Entsprechung zwischen der Position im Erwerbsleben und der Position außerhalb des Erwerbslebens zu ermöglichen. Eine große Ausnahme ist unser Gesundheitssystem, was bedarfsorientiert ist. Also dort spielt die, also innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung spielt das Einkommen und der berufliche Status keine Rolle. Hier hat dem Anspruch nach jeder das zu erhalten, was er benötigt, um den Heilungsprozess voranzubringen. Ist dieses Äquivalenzprinzip eigentlich eine deutsche Erfindung? Also findet sich das in anderen europäischen Ländern eigentlich auch in dem Maße wieder? Und ist das förderlich, hinderlich für sozusagen eine Reformperspektive? Also das Äquivalenzprinzip ist ja zunächst mal ein Versicherungsprinzip. Das heißt, ich zahle in eine Versicherung ein und erhalte einen entsprechenden Leistungsanteil zurück, der meinen Beiträgen entsprechen soll. Es ist natürlich immer sehr schwer, wirklich diese Zuordnung punktgenau hinzubekommen, aber es ist ja in diesem Sinne auch nur ein Prinzip. Und dieses Äquivalenzprinzip als Versicherungsprinzip in der engen Variante bietet kaum Möglichkeiten der Umverteilung und der politischen Gestaltung. Deshalb ist es wichtig, sich genau anzuschauen, wie sich das System entwickelt hat. Und da stellen wir eben fest, dass durch die staatlichen Zuschüsse als erstes die Form der Umverteilung zugenommen haben. Und zweitens gibt es natürlich auch innerhalb der Sozialversicherung, insbesondere im Gesundheitssystem, eine Fülle von Umverteilungen. Und zwar bei der Gesundheitsversicherung zwischen Jung und Alt, weil in der Regel die Jüngeren weniger Leistungen in Anspruch nehmen, als sie an Einzahlungen tätigen. Dann zwischen Männer und Frauen, zwischen Kranken und Gesunden, zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Also hier haben wir eine Fülle an Ausgleichssystemen, die akzeptiert sind, die kulturell sich entwickelt haben und im Sinne des Solidaritätsprinzips, was ja auch diese Sozialversicherungen umreißt, dann auch praktiziert werden können. Es ist auch möglich, dass diese Sozialversicherungen durch politische Übereinkunft weitere Solidaritätsleistungen erbringen und damit das Äquivalenzprinzip reduzieren. Ein wichtiges Instrument ist hier die Beitragsbemessungsgrenze. Also man könnte die Beitragsbemessungsgrenze nach oben setzen und gleichzeitig die Leistungen deckeln. Weil wenn man das Verhältnis Beitragsbemessungsgrenze nur nach oben setzt und dem Äquivalenzprinzip dabei eine nach wie vor zentrale Grundorientierung beibemisst, dann wird man keine Umverteilung, keine Solidarität herstellen können. Wenn man aber hier eine entsprechende Modifikation vornimmt, was durchaus im Rahmen des Solidaritätsgebotes möglich wäre, aber das sind eben Fragen der Verabredung, der Übereinkunft, die hier hergestellt werden müssen. Da
Das passt ganz gut. Es gab noch eine Frage zum Gesundheitssystem. In wann denn sozusagen das, die private Krankenversicherung dazu kam und ob das nicht dem Solidaritätsprinzip zuwiderläuft? Also das genaue Datum habe ich jetzt nicht. Die private Krankenversicherung gab es eigentlich immer. Und das Solidaritätsgebot ist beschnitten, insofern als eben nicht diese Leistungen oder die Einnahmen allen zur Verfügung gestellt werden. Und wie wir ja wissen, sind die Möglichkeiten in der privaten Krankenversicherung an bestimmte Leistungen zu gelangen, die höherwertiger sind, einfacher als im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, auch wenn das immer mal wieder bestritten wird. Aber in der empirischen Praxis lässt sich das ganz gut nachweisen. Beginnen mit der Möglichkeit, einen Arzttermin zu erhalten, wenn auch das bereits durch Gesetz vielfach versucht worden ist, einzuschränken, gibt es hier immer noch hinreichend viele Motivationen, vor allen Dingen im Sinne des Punktesatzes, weil in der Regel die ärztlichen Leistungen im Rahmen der privaten Krankenversicherung mit 2,3 Punkten und teilweise mit 3 Punkten und noch mehr Punkten ausgestattet sind, sodass hier eine exklusive Anreizleistung für die Ärzte vorhanden ist. Und es gibt natürlich innerhalb der privaten Krankenversicherung dann ähnliche Solidaritätsmuster, wie wir sie auch in der gesetzlichen Krankenversicherung vorfinden, also zwischen Jung und Alt, zwischen Älteren, zwischen Gruppen, die krank, häufiger krank sind, also die chronische Erkrankungen beispielsweise haben und solchen, die weniger krank sind und so weiter. Ja, wunderbar. Ich sehe jetzt momentan keine weiteren Fragen. Und dann würde ich einfach sagen, starten wir in die zweite Runde. Sollten Ihnen trotzdem noch Fragen auf dem Weg dahin kommen, seien Sie so frei, schreiben Sie es gern ins Fragen- und Antwort-Tool. Und dann greifen wir das in der zweiten Fragerunde nochmal auf. So, dann machen wir weiter mit meinem Vortrag. Und So, jetzt muss ich nochmal schauen, ich muss wieder Bildschirm freigeben klicken. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ja. So, das müsst ihr dann. So, genau. Können Sie das jetzt sehen? Ja, ne? Ja, perfekt. Okay, in dem Teil, der jetzt auf Sie wartet, wird es um die Leistungsfähigkeit des entwickelten Sozialversicherungsstaates gehen und seine Legitimation, wie die sich verändert hat. Und das Erste ist hier einmal wichtig, sich die Sozialleistungsquote anzuschauen. Das heißt, der Anteil aller Leistungen, die für soziale Dinge in unserem Lande aufgebracht werden, die werden im Rahmen des Sozialbudgets abgebildet oder im Rahmen der Sozialleistungsquote. Und was wir hier eben sehen können, ist, dass wir da doch eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung haben, während die Sozialleistungsquote bis in die 60er Jahre unter 20% gewesen ist, wurde dann ein extremer Aufbau von sozialen Leistungen durchgeführt, der den ersten großen Peak 1975 erreichte mit einem Viertel etwa. Und diese Größe hat man dann eigentlich fast bis ins Jahr 2008, 2009 durchgehalten, also langsam steigend. Und dann gibt es eine wieder etwas stärkere Bewegung nach oben ab 2009, 10. Damals, wenn Sie sich erinnern, große Weltfinanzkrise mit viel Kurzarbeit und all diesen Instrumenten, die damals eingesetzt worden sind. Und die Konsolidierungspolitik hat dieses Niveau dann etwas abgebaut. Und jetzt sind wir durch die Krise Corona
auf einem Niveau, was jetzt doch bald bei einem Drittel liegt. Also so mal einen historischen Verlauf der Sozialleistungsquote. Das ist, glaube ich, ganz gut, um das mal hier zu sehen. Und jetzt schauen wir uns an, wie zufrieden sind denn eigentlich die Bürgerinnen und Bürger damit? Also es wird ja relativ viel für soziale Leistungen, für Kompensation, für Risikoabsicherung aufgewandt. Und ich hatte die Gelegenheit, 2020 eine Umfrage durchzuführen, so bei etwa 7.000, 8.000 Befragten. Und ins Zentrum dieser Befragung hatte ich mit meinem Kollegen Lüders damals die Frage gestellt, inwieweit sind Sie mit den Leistungen des Sozialstaates in Deutschland zufrieden? Und da kann man sehen, es ist so ein bisschen mehr wie die Hälfte, die insgesamt da zufrieden sind. Man kann sagen, fast zwei Drittel sogar. Ne? Also Zustimmung plus indifferent. Und das Interessante an dieser Befragung ist, wir konnten das dann nochmal aufschlüsseln nach verschiedenen Statusgruppen. Und dann kommt heraus, dass diejenigen, die am wenigsten zufrieden sind mit dem Sozialstaat, sind diejenigen, deren Lebensunterhalt durch den Sozialstaat am stärksten geprägt wird, nämlich nur ein Drittel voll, und aufs Ganze betrachtet, dann geht es aber auch in Richtung zwei Drittel. Also man kann durchaus sagen, also die sozialstaatliche Ausstattung in unserem Lande wird mehrheitlich positiv gesehen, ist aber nicht so überragend, wie man das vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Und deshalb ist es wichtig, sich einfach mal anzuschauen, wie das im Weiteren dann aufgeschlüsselt werden kann. Und die nächste Frage ist dann, sind Sie der Meinung, dass die Kosten für den Sozialstaat insofern gerechtfertigt sind, weil er eben auch hinreichend viel Gutes bewirkt? Und auch hier kann man wieder sehen, dass es da durchaus ein geteiltes Urteil gibt. Ja, die Kosten für die faktischen Leistungen sind zu hoch. Das sagen nur 16%. Und demgegenüber sagen aber doch fast 50% voll, dass die Kosten sind für die faktischen Leistungen zu hoch. Und hier auch wieder die Berufs- und Erwerbstätigen an erster Stelle und die Rentner und Pensionäre da eher so im Mittelfeld. Ja, dann schauen wir uns an, wie geht es weiter. Und jetzt sind wir dann in die einzelnen Sozialversicherungssysteme reingegangen. Also wir haben gefragt, wie ist denn das hier mit der Zielsetzung, der Sozialstaat sichert den Lebensstandard von Rentnern. Und da haben wir eine Mehrheit, die der Auffassung ist, das stimmt nicht. Dann haben wir gefragt, wie ist das mit der Pflegeversicherung? Das ist knapp an der Mehrheit, die der Auffassung ist, dass der Sozialstaat keine gute Pflegeversicherung macht. Und das einzigste System, was eine durchweg positive Wertschätzung genießt, ist das Gesundheitssystem mit einer direkten Zustimmung von 53%. Wenn man immer noch die Indifferenten hinzunimmt, was man durchaus machen sollte, dann ist man auch bei wesentlich besseren Werten. Aber man sollte diese Zustimmungswerte nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also wenn es so ist, dass maßgebliche Systeme, für die auch sehr viel Geld aufgewandt wird, eine so schwache direkte Zustimmung erfahren, dann ist klar, hier sind große Sorgen, große Befürchtungen. Hier ist ein Gefühl, dass die Dinge nicht ganz so laufen, wie es eigentlich sein sollte. Und dafür muss man sich dann auch entsprechend interessieren. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass der Sozialversicherungsstaat selbst, dass der wenig Umverteilung ermöglicht. Es sieht etwas anders aus im Gesundheitssystem, aber bei der Rente und bei der Arbeitsmarktpolitik ist das etwas schwächer ausgeprägt. Und gleichwohl organisiert der Sozialstaat Umverteilung. Das heißt, ohne die Leistungen des Sozialstaates würde es weitaus schwieriger aussehen. Und zwar messen wir das ja vor allen Dingen im Hinblick auf die Armutsgefährdung oder international vergleichend über den sogenannten Gini-Koeffizienten. Und diese Werte sind entsprechend durch die sozialstaatlichen Transfer- und Förderleistungen
besser ausgestattet, als sie es wären, wenn es diese Leistungen nicht gäbe. Ein großes Legitimationsproblem für unseren Sozialstaat ist nach wie vor die soziale Ungerechtigkeit, die sich also in Einkommensungleichheit und vor allen Dingen in der Vermögensungleichheit ausdrückt. Und das wird ja jeweils auch regelmäßig gemessen durch den sogenannten Armuts- und Reichtumsbericht. Hier sind internationale Indikatoren, die herangezogen werden, und das ist der Gini-Koeffizient. Und umso höher der ist, umso mehr Ungleichheit existiert, umso geringer. Also bei 0 wäre idealer Zustand, alle gleich, und bei 1 wäre eine Situation, wo gewissermaßen einem alles gehört, beziehungsweise das höchste Maß an Ungleichheit vorhanden. Deutschland hat eine starke, rapide Zunahme in diesen internationalen Indikatoren erfahren im Zeitraum zwischen 1995 und 2005. Dann war es lange Zeit relativ stabil. Also hier ist dieser Gini-Wert von ungefähr 0,25 so als Maßstab, der sich so über 10, 12, 13 Jahre stabilisiert hatte und der jetzt aber doch nicht zuletzt also durch die Corona-Konstellation nochmal etwas stärker angezogen ist in Richtung 0,3. Ja, die großen Megatrends, mit denen sich unser Sozialstaat auseinandersetzen muss, ist Demografie und ist die Transformation der Arbeitswelt. Das hat Konsequenzen für die Finanzierung der sozialen Sicherung. Das hat Konsequenzen im Hinblick, was sind denn eigentlich die neuen sozialen Fragen und was muss man tun, um hierauf Antworten zu finden? Und da kommt man sehr schnell zu dem Thema Infrastruktur, die eine größere Bedeutung beigemessen wird, vor allen Dingen im Bereich Bildung und Gesundheit. Und entsprechend sind hier auch ganz konkrete neue Initiativen zu erwarten. Das wird sehr stark getrieben durch den Fachkräftemangel und die dann aus der Transformation sich ergebenden Anforderungen an Qualifizierung und Weiterbildung. Die demografische Komponente ist nicht zuletzt auch dadurch fundiert, dass die Fertilität, also die Geburtenrate in Deutschland doch über Jahrzehnte drastisch nach unten gegangen ist. Wir haben den letzten Jahrgang, der so in etwa eine Reproduktion in Deutschland auf dem Nullniveau darstellte, so Ende der 60er Jahre. Es wird unterstellt, dass man so ungefähr so eine Fertilität von 2,1 benötigt, um die Geburten und die Einwohnerzahl in Deckung zu bringen. Und wir sind dann mal runtergegangen auf 1,38. Und in den letzten Jahren gab es wieder einen zaghaften Aufbau, allerdings weit unter der Reproduktionsrate, die notwendig ist, um die Bevölkerung zu stabilisieren. Hier ist etwas ganz anderes abgebildet. Die zweite Grundlage für die sozialen Systeme neben der Demografie ist der Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt im idealtypischen Sinne der Sozialversicherungen baut auf den Vollerwerbsarbeitsverhältnissen auf. Das heißt, umso mehr Beschäftigungsverhältnisse nicht diesem Anspruch genügen, umso schwieriger wird es sowohl die Einnahmeseite abzudecken, aber auch mit negativen Auswirkungen für die Ausgabenseite der betroffenen Person. Weil wenn ich, das ist immer sehr anschaulich darzustellen, wenn man den Pflegearbeitsmarkt nimmt, die Tarife für die Pflege, da kann man immer trefflich drüber streiten, ob die hinreichend hoch sind. Wenn man das jetzt mit unterschiedlichen anderen Gruppen vergleicht, die in etwa ein ähnliches Ausbildungsniveau haben, kann man durchaus sagen, die Tariflöhne in der Pflege sind gar nicht so schlecht. Also man kann da durchaus gutes Geld verdienen. Aber die maßgebliche soziale Ungleichheit in der Pflegearbeitsmarktstruktur ergeben sich daraus, dass über 60% der dort Beschäftigten Teilzeitkräfte sind. Das heißt, sie können durch die eigene Arbeit kaum einen eigenen Rentenanspruch erwirken, weil der Anteil der Beschäftigten, die in atypischen Beschäftigungsverhältnissen sind, einfach zu hoch ist. Und für die Entwicklung, die hier auch dargestellt wird, also atypische Beschäftigung
insgesamt, das ist der grüne Balken, und dann die verschiedenen Möglichkeiten der einzelnen Arbeitsverhältnisse, zeigt sehr deutlich, ist relativ stabil, hoher Anteil von atypischen Beschäftigungsverhältnissen, die nicht dem Normalarbeitsverhältnis entsprechen. Und das ist hier so etwa zwischen 6 und 8 Millionen in den letzten Jahren. Das heißt, das ist dann schon so ein Anteil von etwa 20%. Und das ist aber schon sehr kräftig für die weitere Entwicklung. Hier ist jetzt mal ein Blick in die neue Struktur der digitalen Arbeitswelt. Und hier wissen wir ja, dass enorme Substitutionseffekte zu erwarten sind, beziehungsweise schon stattfinden, und zwar vor allen Dingen für Routinetätigkeiten. Und es ist immer die Frage, was sind das für Routinetätigkeiten? Sind das nur die manuellen Routinetätigkeiten, die wegfallen durch künstliche Intelligenz und digitalisierte Produktions- und Dienstleistungssysteme oder auch kognitive? Und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Auf jeden Fall Routinetätigkeiten können stärker substituiert werden, und diese nicht nur mit einfachen Bildungsabschlüssen, sondern durchaus auch mit mittleren Bildungsabschlüssen. Insofern die neue Qualität, die wir mit der Digitalisierung haben, ist, dass die mittleren Bildungsabschlüsse, sofern sie hohe Anteile an Routinetätigkeiten aufweisen, auch stark von der Gefahr bedroht sind, dass Arbeitsplätze wegfallen. Und da muss natürlich der Sozialstaat darauf reagieren. Und das sind dann Weiterbildungsmaßnahmen. Und Weiterbildungsmaßnahmen in unserem System sind erstmal nicht so einfach denkbar, weil wir durch das starke Berufsbildungssystem über Jahrzehnte davon ausgegangen sind, das brauchen wir gar nicht. Das hat jetzt zu einem Umdenken geführt in den letzten 2 Jahrzehnten. Aber dieses Umdenken hat immer noch sehr unterschiedliche Auswirkungen im Hinblick auf die Betriebsgrößenklassen, im Hinblick auf die Abschlüsse und eben auch die Position in der Hierarchie des Betriebes. Also umso stärker man in einem Betrieb verankert ist und umso länger und umso höher, umso wahrscheinlicher ist, dass man in umfassende Weiterbildungsmaßnahmen hineinkommt, und Gruppen, die eben nicht so gebraucht werden, die nicht so lange da sind und die nicht so einen hohen Ausbildungsstand haben, sind eben weit weg von dieser Ausbildung. Und hier ist nochmal ein kurzer Blick, welche Veränderungen wir zu erwarten haben. Aufs Ganze betrachtet wird davon ausgegangen, dass durch Digitalisierung genauso viele Arbeitsplätze wegfallen in den nächsten Jahren, wie auch neue entstehen. Aber dort, wo die Arbeitsplätze wegfallen, sind nicht unbedingt die Plätze, wo die neuen entstehen. Also wird man sehr viel Dynamik haben, und dann kommt dieses System der Weiterbildung und Qualifizierung natürlich viel stärker zum Zuge, als es ohne diese Dynamik der Fall wäre. Und vor allen Dingen muss man dieses Weiterbildungs- und Qualifizierungssystem anders aufstellen. Das ist genau dieses Thema Infrastruktur, ist das Thema angemessene Intervention. Auf jeden Fall ist klar, dass also die Arbeit anders und besser reguliert werden muss und dass die Infrastruktur entsprechend auch so aufgestellt werden muss, dass hier vorbeugende Elemente eine größere Rolle haben sollten und auch der serviceorientierte Sozialstaat im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinderunterstützung, ältere Unterstützung einen größeren Bedeutungsgehalt erlangen und damit auch der Schutzcharakter des Sozialstaates insgesamt, der stärker auf Infrastruktur hin orientiert werden muss. Und das setzt eben voraus, dass der Staat hier mehr investiert. Ja, hier ist jetzt eine Tabelle, die kann ich mit Ihnen leider nicht ganz durchgehen, aber man sieht so ein bisschen, was die verschiedenen zentralen politischen Akteure in unserem System für Vorstellungen haben, was denn primär verändert werden muss. Und an erster Stelle habe ich hier die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Denen ist besonders wichtig, dass die Finanzierung über das Arbeitsverhältnis nicht über 40% hinausgeht. Sie streben sogar danach, dass das im Grundgesetz festgeschrieben werden sollte. Ist eine durchaus problematische Forderung. Auf der einen Seite, weil man gar nicht genau weiß, wie kommen die eigentlich zu 40%, und es ist ja dann auch eine Frage, was mit diesen 40% passiert. Und die sozialen Leistungen sind ja nicht einfach nur ausgegebene Leistungen, sondern soziale Leistungen sind ja selbst auch ein Teil des produktiven Wirtschaftssystems, schaffen Beschäftigung, schaffen Innovation. Insofern ist die Gegenüberstellung, hier ist die Einnahmeseite und da ist die Ausgabenseite, und das Geld muss erst verdient werden, was man sozial ausgibt. Ist nicht so einfach herzustellen, weil mittlerweile die soziale
Ausgabenstruktur auch gleichzeitig eine Innovationsstruktur in vielen Bereichen darstellt. Aber die Position hat auf der anderen Seite natürlich was dafür, weil die Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb. Und insofern ist auch klar, dass die Beschäftigungsverhältnisse nicht beliebig hoch belastet werden können, weil dann doch ein erheblicher Nachteil in der preislichen Wettbewerbsfähigkeit für deutsche Unternehmen zustande kommen könnte. Die anderen Akteure, der DGB ist sehr interessiert an guter Arbeit als Grundlage für Reichtum, für Entwicklung, für Integrität, für ein gutes Auskommen und eine hohe Zufriedenheit. Die Union ist sehr stark am Status quo orientiert und möchte gern das System so erhalten. Die Grünen sehr stark auch die Vertrauensdimension, also dass Menschen Vertrauen in diesen Sozialstaat haben. Und hier gibt es auch eine große Bandbreite der Debatten im Hinblick auf die Qualität des Sozialstaates, im Hinblick auf die Infrastruktur und bei den Linken dann nochmal sehr die entgegengesetzte Position zum BDA, also das Sicherungssystem und das Sicherungsniveau finanzieller Art möglichst weit nach oben schraubend. Ja, dann sind wir auch jetzt auf der Zielgeraden und können uns jetzt mal anschauen, was resultiert denn aus all dem. Also ich denke, als erstes kann man sagen, also der deutsche Sozialstaat ist seit dem Kaiserreich zunächst mal im Kern ein Sozialversicherungsstaat und gleichzeitig hat er sich enorm verändert. Also die Fassade ist gleich geblieben und hinter der Fassade ist dann hohe Flexibilität, weil anders lässt sich nicht erklären, dass dieses System bis auf den heutigen Tag Bestand hat und trotz einer veränderten politischen Regimestruktur, trotz eines veränderten Arbeitsmarktes, trotz veränderter Geschlechterordnungen, gesellschaftlicher Bedarfe, ist dieses System bisher in der Lage gewesen, eine hohe soziale Integration und eine hohe Bedarfsorientierung zu ermöglichen und das auch durch immer wieder neue Akzente und neue Ausrichtung, ohne dass die Grundstruktur damit in Frage gestellt worden ist. Und gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass der Sozialstaat nicht von sich selbst davon ausgehen kann, diese Zustimmung immer zu haben, die er benötigt, um finanziell weiterentwickelt zu werden, weil es natürlich Alternativen gibt. Die alternative Familie, die alternative Markt, die Alternative einer stärkeren Verstaatlichung. Also dieses spezifische System der Sozialversicherung muss ergänzt werden durch eine kluge Politik zwischen Gesellschaft und Staat. Und es gibt auch viele Modelle des Wohlfahrtsmixes, also wo auch die Gesellschaft selbst einen Beitrag zu Solidarität und Integrationsfähigkeit leisten kann und muss. Aber klar ist, die Finanzierungsseite und das Ergebnis der sozialen Ungleichheit ist ein doch starkes Belastungspotenzial für die Zustimmung zum Sozialstaat. Und gleichzeitig ist es auch die Aufforderung, immer wieder darüber nachzudenken, wie man andere und bessere Formen der sozialen Integration herstellen kann, um vor allen Dingen die Schwächsten zu unterstützen, aber auch, weil unser Sozialstaat ja auch ein Mittelstandssozialstaat ist, ein Mittelschichtensozialstaat, für alle hinreichend gute Leistungen zu erbringen. Und das ist vor allen Dingen dann in der Dimension der stärkeren Vorsorge und in der Dimension der stärkeren sozialen Infrastruktur zu suchen. Und deshalb ist es auch notwendig, dass über diesen Sozialstaat und seine Ausgestaltung immer wieder aufs Neue eine Debatte stattfindet. Und da haben wir ja auch in den letzten Jahren gelernt, dass das nicht einfach so eine destruktive Debatte sein muss und auf keinen Fall sein sollte, so nach dem Motto, der ist einfach zu teuer oder der ist einfach zu verkrustet, sondern dass man konkret die Dinge beim Namen benennt und auch versucht, entsprechend dann Dimensionen neuer Art auf den Weg zu bringen. Wenn wir nochmal rekapitulieren, wir haben die Sozialreformdebatte der 50er Jahre, wo vor allen Dingen mit der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung von Altersarmut geleistet worden ist. Wir haben die Sozialreformdebatte Ende der 60er Jahre, wo sozialer Aufstieg durch Bildung und Arbeit im Zentrum stand. Und wir haben dann diese Debatte Ende der 90er bis 2005, die sehr stark durch Wettbewerb, durch Demografie und durch eine neue Form der Verwissenschaftlichung der Sozialpolitik geprägt war. Und jetzt die Frage, was steht jetzt an und wie kann es weitergehen? Ich denke, wir haben hier vier Punkte, die wir berücksichtigen könnten. Das ist zunächst einmal, welche zeitlichen Präferenzen werden bei den anstehenden Aufgaben gesetzt? Also wie viel Zeit haben wir eigentlich für den Umbau? Welche Systeme müssen prioritär
gegangen werden. Ist klar, bei der Rente ist bis 2025 die Finanzierung gegeben, aber wie geht es danach weiter? Was muss jetzt bereits auf den Weg gebracht werden und in welchen Zeitdimensionen können wir hier denken? Wer soll unter den Bedingungen knapper werdender Ressourcen, und das ist ja die mögliche Signatur der neuen Zeit, mit der wir konfrontiert sein werden, dass die Verteilungskämpfe wieder stärker die politische Bühne prägen, und wie ist es möglich, dass auch eine stärkere Orientierung an den Problem- und Risikogruppen stattfindet und weniger Gießkanne? Dann das Verhältnis Sozialstaat, Bürokratie und Sanktionen. Also was ist ein freundlicher Sozialstaat, der leichter zugänglich ist, der unterstützender ist und der vor allen Dingen auch unter den Bedingungen der Migration integrativer ist und schnellere Ergebnisse ermöglicht? Und dann zu guter Letzt, wie kann eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage aussehen und was sind gute Institutionen der Vorbeugung und der Partizipation? Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Schröder. Das war jetzt ein Parforce-Ritt durch den Sozialstaat, seine Historie, seine jetzige Ausgestaltung. Wir haben jetzt für die zweite Fragenrunde schon einiges an Fragen. Sie dürfen nach wie vor gerne welche im Fragen- und Antworten-Tool posten. Sehr gerne auch holen wir Sie mit auf die Bühne. Herr Funke darf sich schon mal bereit machen. Er ist sozusagen nach dem ersten Fragencluster gern auch dran und wird hier zu uns auf die Bühne kommen und seine Frage selber stellen. Es gibt, Herr Schröder, ein paar Fragen um das Thema Einkommenssicherung / Grundeinkommen. Zwei will ich vielleicht jetzt zunächst mal nehmen. Das eine ist die Frage, also wenn doch bei der historischen sozialen Frage die Antwort war, sozusagen die Risiken zu vergesellschaften und die Gemeinschaft das Risiko tragen zu lassen, müsste nicht eigentlich oder könnte nicht eine Antwort jenseits von Weiterbildung jetzt auch sein, das Risiko des unzureichenden oder gar keinen Einkommens auch zu vergesellschaften und umzulegen in Form von einer garantierten Einkommenssicherung? Das ist die eine Frage. Und die andere ist, ob Sie denken, dass eine negative Einkommensteuer ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren könnte? Ja, die Vergesellschaftung des Einkommensrisikos ist ja Teil unserer Sozialstaatlichkeit, in dem Sinne, dass wir die Grundsicherung haben, dass wir die Sozialhilfe haben, dass wir Wohngeld haben, dass wir KDU, also Kosten der Unterkunft, wo auch Heizkosten eine Rolle spielen, dann die Entlastungspakete, die jetzt durch die neue Bundesregierung erlassen worden sind, sind ja auch Antworten auf das Einkommensrisiko. Und demgegenüber könnte man natürlich sagen, ja, das ist aber ein sehr unübersichtlicher Flickenteppich, und ob es da nicht besser wäre, eine Leistung aus einer Hand, aus einem Guss. Das wird ja seit 4, 5 Jahrzehnten diskutiert. Und da spricht einiges dafür. Das wäre ein weniger bürokratischer Sozialstaat, der wäre vermutlich transparenter. Und er würde auch in diesem Sinne eine unmittelbare, direkte Antwort auf die Einkommensrisikosituation darstellen können. Auf der anderen Seite ist natürlich die Bürokratie am ehesten in der Lage, Passgenauigkeit herzustellen, also besondere Lebenslagen und besondere Bedarfe auch entsprechend zu beantworten. Und dann muss man halt sehen, wenn man eine Substituierung der bisherigen Systeme, Elemente, Instrumente der Einkommenssicherung durch ein bedingungsloses Grundeinkommen anstrengen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass
das Leistungsniveau zugunsten der Betroffenen viel geringer ausfallen würde. Das ist so die, über die Einschätzung der meisten, die sich damit befassen. Dem kann man natürlich entgegnen und sagen, das kommt auf die Höhe an. Also wenn man dieses Grundeinkommen von vornherein so generös ausstattet, dann würde dieses Argument nicht zu Buche fallen. Und dann kommt die zweite Frage natürlich zum Zuge. Ja, wie soll man das finanzieren? Und ließ sich das vielleicht über eine negative Einkommenssteuer finanzieren? Da wäre die Steuergesetzgebung gewissermaßen gefordert und müsste über die Finanzämter dann den Ausgleich herstellen, der am Ende dann zu einem universellen, bedingungslosen Element führen könnte. Also das sind so die so einige wenige Sprengsel, die man aus der technischen Sicht der Dinge da erwähnen könnte. Aber man muss natürlich sich auch fragen, was ist der Preis dafür, wenn man ein so universelles System eröffnet, das jenseits der über Erwerbsarbeit konstituierten sozialen Sicherung angelegt ist, ist dann nicht die Gefahr, dass die Solidaritätsfähigkeit der Gesellschaft noch weiter geschwächt wird und wir eine noch weitere Etatisierung in der Gesellschaft haben? Also der Staat ist das alleinige Zentrum für Umverteilung, der Staat ist das alleinige Zentrum für Alimentierung, für Perspektiven der Integration und der Absicherung, und die gewachsenen Systeme dezentraler Art unter starker Beteiligung der Betroffenen würden demgegenüber in ihrem Wachstum und in ihrer Relevanz stark eingeschränkt. Insofern bin ich da sehr skeptisch im Hinblick auf die Höhe, die rauskommen würde, im Hinblick auf die Praktikabilität und auch im Hinblick auf die Bedeutung, die das für die gesellschaftliche Solidaritätsfähigkeit und die, das Zusammenspiel der Institutionen der Arbeitsgesellschaft mit den Institutionen der Reproduktion sozialer Sicherheit hätte. Ja, jetzt darf Herr Funke seine Frage selber stellen. Jeremy, wenn du so lieb bist, ja, ihn mit dazu zu schalten. Ja, hallo, herzlichen Dank, Herr Schröder, für die gute Zusammenfassung der Entwicklung des Sozialstaats, der aktuellen Herausforderung. Mich interessieren zwei Einschätzungen von Ihnen. Das eine ist, ich würde teilen Ihre Beobachtung, dass der konservative Sozialstaat erodiert ist, dass diese Lebensstandard, dieses Versprechen der Lebensstandard ist gesichert, ist quasi nicht mehr gegeben. Und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, ob dadurch auch die gefühlte soziale Unsicherheit in der Bevölkerung größer geworden ist. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage wäre, inwieweit Sie das einschätzen, dass Sie haben ganz kurz von der Polarisierung zwischen High- und Low-Performern gesprochen. Andere sprechen von einer Konflikt zwischen alten und neuer Mittelschicht. Also mich würde interessieren, wie Sie dieses große Thema des progressiven Neoliberalismus einschätzen. Also sehen Sie auch, dass Verteilungskämpfe oder Verteilungspolitik immer weniger eine Rolle spielt, dass es eher kulturelle, symbolische Kämpfe gibt, wie zum Beispiel am Beispiel Migration? Und wie Sie das einschätzen, das würde mich doch sehr interessieren. Ja, vielen Dank, Herr Funke, für die Fragen. Also ich hatte ja dargelegt, dass der konservative Sozialstaat insofern erodiert ist, als die Fähigkeit, über das Arbeitsverhältnis alleine die soziale Dimension des Ausgleichs und der Integration herzustellen, nicht mehr vorhanden ist. Ein entscheidender Push gab da die deutsche Einheit und die Finanzierung dieser Einheit über den Staat, über die Sozialversicherungssysteme. Eine weitere Dimension ist die demografische Entwicklung und dann vor allen Dingen der Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft, weil in dem Maße, in dem die Arbeitsverhältnisse enorm wachsen, aber die Arbeitsverhältnisse nicht mehr so ergiebig, so konsistent sind, dass sie hinreichend soziale Sicherung über das Versicherungsprinzip generieren, also Äquivalenzprinzip, ist dann der Staat stärker gefordert. Und dann ist man in so einer hybriden Struktur. Und inwieweit das jetzt die Idee der Lebensstandardsicherung verändert, kann man auf jeden Fall bejahen, weil die Lebensstandardsicherung alleine über die sozialen Versicherungen nicht mehr hergestellt werden kann, sondern zusätzliche private Versicherungen notwendig sind, zusätzliche Vorsorge notwendig ist
um mit zusätzlicher Vorsorge und privater Versicherung natürlich auch wiederum kulturelle, soziale Kompetenzen notwendig sind, um die angemessen zu nutzen. Weil das ist ja wirklich ein großes Problem mit dem Altersvermögensergänzungsgesetz von 2001, wo ja gewissermaßen die Privatisierung der Rente im Teilaspekt dann vorbereitet und basiert worden ist, haben wir ja eine Situation, dass beispielsweise bei der Riester-Rente sind, glaube ich, mittlerweile 19 Millionen Menschen akkreditiert, aber sie sind so unzureichend akkreditiert und so unterschiedlich, dass dieses System für sich genommen keine Kompensation der reduzierten Leistungsfähigkeit der ersten Säule innerhalb des Rentensystems ermöglicht. Und das gibt natürlich schon eine gewisse Unsicherheit, die damit einhergeht. Also wir haben so einen Wechsel von einem staatlich basierten Pflichtsystem, was immer noch weiter existiert und auch fortgeschrieben wird, aber auf einer verminderten Leistungsfähigkeit hin zu einem Ergänzungssystem. Und diese Hybridstruktur, die steht jetzt zur Disposition, weil diese Hybridstruktur nicht die Kompensation der staatlichen, also der staatlichen Renten reduzierten Beiträge geleistet hat. Und deshalb brauchen wir jetzt eine zweite Renten-Großdebatte, an deren Ende aber wieder eine stärkere Integrationsfähigkeit der lebensstandardsichernden Rente stehen müsste. Und vermutlich wird diese Debatte noch viel komplexer und schwieriger werden als die Debatte, die wir Anfang der Nullerjahre erlebt haben, weil so ein einfacher Umstieg auf eine privat finanzierte Ergänzung, die scheint gescheitert zu sein. Also insofern gibt es ja augenblicklich auch die Überlegung, wie viel man das wieder in die staatliche Säule zurückverlagert. Und manche meinten ja, dass dieser Kapitalstock, der jetzt von der FDP innerhalb des Rentensystems da als kapitalgedeckte Rente, dass das so ein Ausgangspunkt sein könnte. Da bin ich eher skeptisch. Erstens mal aufgrund des Niveaus, was sehr gering ist. Zweitens aufgrund der dann doch stärkeren Risikodimension, die hier vorhanden ist. Und insofern wird man weitere Punkte sich anschauen müssen. Also eine große Schieflage ist bei Riester auch dadurch generiert worden, dass die privaten Versicherungssysteme über ihr administratives System so viel abgeschöpft haben und letztendlich bei den Versicherten dann gar nicht mehr so viel angekommen ist. Also da kann man auch deutlich machen, dass die staatlichen Systeme brauchen wesentlich weniger Kosten für die Administration als die privaten Systeme. Also genau umgekehrt, wie man das in den Nullerjahren diskutiert hat, wo man so ein Prä für den Markt und für die privaten Unternehmen und eine eher skeptische Sicht auf den Staat und seine Leistungsfähigkeit hatte. Jetzt hat man ja doch eine klare Empirie und die zeigt eben, dass der Staat zwar nicht alles richtig macht, aber vieles dann doch auf die lange Sicht gesehen durchaus kostengünstiger, nachhaltiger und auch veränderungsfähiger auf Kritik reagierend als die marktlichen Agglomerate, die dann so ab den Nullerjahren in Gang gesetzt worden sind. Also Ihre Sensibilität ist vollkommen richtig. Man muss schon gucken, wo sind die Unsicherheiten, worauf bauen die auf und wie kann man soziale Sicherheit herstellen, ohne die Leute zu überfordern in ihrer Vorsorgeaktivität, die sie gar nicht einsehen können, weil sie nicht die Kompetenzen haben, weil sie nicht die Marktnähe haben, um hier die richtigen Entscheidungen zu treffen und ob dann nicht doch Kollektivversorgungssysteme der bessere Weg sind, mehr Sicherheit generieren und damit auch mehr Zustimmung. Die zweite Dimension mit dem progressiven Neoliberalismus, das würde ich ganz anders sehen. Also ich meine, dass wir jetzt mitten in den Verteilungskampf reinkommen, mitten. Also dass der letzte politische Zyklus war ja sehr stark durch soziokulturelle Fragen geprägt, also die Frage von Nation, von Identität, von Geschlechterordnungen und vielem anderen mehr.
Der Zyklus, in den wir jetzt hineinlaufen, der wird viel stärker durch brutale Verteilungsdebatten geprägt und die sind nicht mehr symbolisch, sondern die sind wirklich ganz konkret, hautnah und mit konkreten Ergebnissen ausgestattet. Und entsprechend wird sich da auch die Frage stellen, ob diese Kämpfe einfach die Reproduktion der alten sozialen Frage darstellen oder ob sich hier Lernprozesse einstellen, wie die Integration und Ausgleiche und Solidaritätsmuster verlaufen. Also wenn man das Entlastungspaket der Bundesregierung sich anschaut, da kann man wirklich keine große Hoffnung haben, dass es dieser Regierung gelingt, eine soziale Ausgleichspolitik zu arrangieren, die wirklich bei denen ankommt, die der dringenden Unterstützung bedürfen, weil hier hat man doch, wie ich finde, sehr großzügig flächendeckend Leistungen generiert, ohne die jeweiligen Leistungsbedarfe zu berücksichtigen. Also wenn man den Tankrabatt sich anschaut zum Beispiel, dann ist klar, dass das anders hätte organisiert werden müssen. Und das ist scheinbar auch eine wichtige Frage jetzt zu sein, weil wir haben ja eine so starke Krisensituation durch kumulative Krisenmuster von Corona, Krieg, Inflation, Energie und so weiter. Und wie kann es möglich sein, die aktuelle notwendige Krisenpolitik zu verbinden mit einem mittel- und langfristigen Strukturpolitik? Also wie können diese Maßnahmen, die jetzt erfolgen, auch gleichsam so ausgerichtet sein, dass sie eine nachhaltige Transformation unseres Wirtschaftssystems, unseres Natursystems, unseres Gesellschaftssystems und vor allen Dingen unseres Institutionensystems befördern? Und das ist ja eigentlich das Ziel dieser Koalition, indem sie auf ihrem Koalitionsvertrag ja den Titel hat, Mut zum Fortschritt. Ja, wunderbar. Danke auch, Herr Funke, für die Frage. Wir haben zu beiden Stichworten, die jetzt diskutiert wurden, auch noch Fragen. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich muss in 5 Minuten weg. Okay, wunderbar. Dann, Herr Schröder, nehmen wir die Frage zur Strukturpolitik als erstes und ich will sie direkt vorlesen. Wenn durch Digitalisierung und technischen Fortschritt zunehmend Arbeitsplätze verloren gehen, sich ein fortlaufendes Wirtschaftswachstum aber im Licht der ökologischen Krise zunehmend als unnachhaltig und schwer realisierbar herausstellt, ist es dann Zeit, die Finanzierungsgrundlage weg von Arbeit und hin zur Besteuerung von Ressourcennutzung, Boden oder Vermögen zu bewegen? Ja, das ist eine sehr wichtige, bedeutende Frage, die auch nicht ganz neu ist, weil wir natürlich schon seit, also zumindest mir bekannt und auch teilweise mich selbst beteiligend, seit 3, 4 Jahrzehnten über Fragen sprechen, wie kann man das Kapital stärker an der Finanzierung der allgemeinen sozialen und kollektiven Dinge beteiligen. Also ich erinnere nur an die Maschinensteuer zum Beispiel, und gesagt hat, also es gibt ganze Branchen wie die Mineralölbranche, die kaum Arbeitskräfte beschäftigt im Vergleich zu ihrem Umsatz, zu ihrer Rendite. Und es gibt andere Branchen, die ganz viele Beschäftigte haben und dann aber auch entsprechend hohe Leistungen für den Sozialversicherungsstaat erbringen müssen. Und es kann durchaus, also es muss so sein, dass wir uns das immer wieder neu anschauen, ob nicht in der Tat eine weitergehendere Besteuerung jenseits der Arbeit notwendig ist. Das ist ja auch eine Frage, die ganz elementar ist für die Bürgerversicherungen, die wir ja auch seit 3 Jahrzehnten jetzt schon diskutieren, wo ja auch die Frage war, inwiefern muss man den hohen Umsatz, die hohen Einkommen, die durch Aktienverkäufe erreicht werden, inwiefern muss man die hohen Gewinne bei Grundstücken, bei Vermietungen, Immobilienmarkt stärker einbinden? Vermögen, Erbschaften? Erbschaften, Vermögen, die Gewinnsteuer, die Übergewinnsteuer, die wir jetzt haben, das sind alles so Debatten. Und bei ihm geht es ja sogar noch stärker in die Struktur hinein. Und ich finde, das muss auf die Tagesordnung. Und das wird auch zu berücksichtigen sein. Also meine Prognose wäre, dass wir in der Tat
eine zunehmende Hybridisierung auch in der finanziellen Grundlage des sozialen Staates, des Sozialversicherungsstaates erleben werden, weil mittlerweile auch die Einkommen eben nicht mehr einfach über Arbeit, sondern auch eine ganze Reihe anderer Quellen erschlossen werden. Eine allerletzte Frage mit ganz kurzer Antwort zum Schluss. Welche Rolle spielt denn sozusagen soziale Ungleichheit und die Wahrnehmung dieser sozialen Ungleichheit angesichts von der Spreizung von Einkommen und Vermögen für die Legitimation all dessen, was jetzt an Reformen, Sozialreformen vielleicht ansteht oder geplant ist? Ja, für unser System spielt die soziale Gleichheit eine entscheidende Rolle, weil Demokratie ist das System einer gleichen Behandlung, einer gleichen Berücksichtigung, einer Gleichwertigkeit aller. Und demgegenüber haben wir ein marktwirtschaftlich-kapitalistisches System, was auf dem Prinzip der Ungleichheit aufbaut. Und diese permanente Spannung zwischen dem demokratischen Pathos der Gleichheit und dem Wettbewerbspathos der Ungleichheit, das ist der Kampf, in dem sich dann die Frage der sozialen Gerechtigkeit in unserem Lande entscheiden muss. Und das bedeutet ja auch, dass man die Frage nicht nur auf den Sozialstaat und auf alle Gesetze bezieht, sondern auch die Wirtschaft selbst stärker mit Fragen der Nachhaltigkeit, der Gerechtigkeit und der Gleichheit konfrontiert, weil eine Wirtschaft, die sozial gerechter, die gleicher ist, hat auch ein höheres Maß an Nachhaltigkeit vermutlich. Und das ist ja doch mittlerweile die entscheidende Frage, die das Überleben dieser Gesellschaften, die sich als industriell, als fossil, als eben stark überholungsbedürftig in ihren energetischen Grundlagen erweisen. Und insofern ist, glaube ich, die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist nicht abzukoppeln von der Frage der ökologischen Transformation, weil die ökologische Transformation wird ja nur dann gelingen, wenn man die Leute, die man über das politisch-demokratische System in der Zustimmung benötigt, wenn man denen auch plausibel machen kann, dass sie damit nicht ihr eigenes Grab graben, sondern dass sie hinreichend gefördert, unterstützt und im Zweifelsfall auch ausgleichend unterstützt werden, wenn die Dinge zu ihren Lasten ausgehen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Schröder. Auch Ihnen allen herzlichen Dank für die engagierte Beteiligung. Wir haben nicht alle Fragen beantworten können am Ende, aber ich hoffe doch, dass wir in diesen konzentrierten Minuten dazu beitragen konnten, dass Sie sich auch über dieses Webinar hinaus informiert an den Debatten um die soziale Frage beteiligen können. Sie würden uns einen großen Gefallen tun, wenn Sie sich im Anschluss an dieses Seminar noch ganz kurz Zeit nehmen würden. Es ist wirklich nur eine Minute und uns ein Feedback geben. Jetzt eingeblendet sehen Sie den QR-Code zu der entsprechenden Umfrage. Wie gesagt, das ist ganz kurz und wir können uns nur verbessern, wenn Sie uns die Möglichkeit dazu geben. Auch dafür herzlichen Dank. Ja, unserem Referenten nochmal einen besonderen Dank und uns allen einen schönen Tag noch. Bleiben Sie uns gewogen. Auf bald. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss.